Vielleicht hätte ich ja oben rumfahren müssen. Okay, alles klar. Ich bin wieder falsch. Ich habe hier ein bisschen Gegenverkehr gerade, aber das kriegen wir schon in den Griff noch. Frenkel frottelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag ihr Nasenbären und Tag ihr Nasenbärinnen, muss ich mal sagen, weil ich weiß, dass auch ein paar Frauen zuschauen in der Regel und nicht nur in der Regel, ne? Frauen schauen nicht nur in der Regel, ihr versteht, was ich meine. Ja, ich weiß von einer Daniela und eine Nadine schaut mal dazu und eine Sandra und deswegen heute extra mal die Begrüßung für die Nasenbärinnen auch. So, jetzt müsstet ihr mich langsam hören, ne? Zeitverzögert, wir stehen hier nach wie vor in Schweden. Moment. Ich habe noch nicht geupdatet, ich fahre noch die Version 1.13, weil ich erst update, wenn der Multiplayer wieder richtig läuft. Wir sind hier in Schweden fast bei IKEA und ja, Stockholm ist das. Und ich habe schon eine Tour auserkoren, weil ihr seht, ich bin ja gerade in Skandinavien unterwegs und wir waren schon hier in Schweden und wir waren da unten auch schon in, Dänemark waren wir auch schon und in Finnland da oben waren wir auch schon, aber wir waren noch nicht in Norwegen und deswegen fahren wir heute nach Norwegen. Ich würde ja gerne mal nach Geilo fahren, immer noch, ne? Und ja, jetzt werde ich erstmal einen Auftrag annehmen. Das hätte ich jetzt eigentlich gleich direkt machen können, aber egal. Ich habe da nämlich schon einen im Auge, der mich zumindest mal nach Norwegen führt. Uns nach Norwegen führt! Ja, so viel Zeit muss sein. Und das ist das hier. Stavanger! Oder was auch immer. So, und bevor ich jetzt richtig loslabbere, warte mal, wo ist denn mein Navi überhaupt? Verdammte Axt. Wie krieg ich den jetzt wieder her? Mit F3, oder? Ja. Genau. Jetzt müssen wir erstmal unseren Auflieger abholen. Auf geht's! Ach, jetzt fällt mir gerade was ein. Jetzt spiele ich ja wieder mit Tastatur. Eigentlich wollte ich ja mit Gamepad spielen. Ha! Ja, egal, weil jetzt müsst ihr das Gamepad erst anschließen, dann spielen wir jetzt heute wieder mit Tastatur. Ist wurscht. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Bin ich so gewohnt irgendwie. Habe ich völlig vergessen, dass ich da zuletzt mit Gamepad gespielt habe. Ah ja. Draufgepfiffen! Beim nächsten Mal vielleicht wieder, wenn ich wieder dran denke. Ich schaue dann auch nochmal in den Live-Chat rein. Aber jetzt holen wir erstmal den Auflieger ab. Also sprich, ihr könnt Fragen stellen und die wichtigsten Fragen werden dann von meinen Moderatoren an mich weitergeleitet, weil ich kann nicht den ganzen Chat verfolgen. Das geht nicht. Ich kann ja dann nochmal versuchen, ob ich das Gamepad aktiviert kriege, aber ich glaube, das geht nur dann, wenn ich vorher das Gamepad aktiviere und dann das Spiel. Aber ich kann es mal probieren. Müssen wir erstmal hier. Was willst du, Arschloch? Dann fahr zu! Mann! Fängt das schon mal richtig bekackt an hier. Alles hier Idioten hier in Schweden. So, rüber. Sag mal, muss ich jetzt durch halb Schweden durch oder was, bis ich da meinen Auflieger abholen kann oder wie? Was ist das denn wieder für eine Verkehrsführung? Einmal durch den Tunnel und zurück oder wie? Ja, wir machen heute erstmal Euro Truck Simulator 2. Sag mal, ich soll hier wenden oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. Also, bitteschön. Oh, Moment, warte mal, vielleicht ist das... Vielleicht hätte ich ja oben rumfahren müssen. Okay, alles klar. Ich bin wieder falsch. Ich habe hier ein bisschen Gegenverkehr gerade, aber das kriegen wir schon in den Griff noch. Ich muss jetzt einfach mal so schnell, ein bisschen ausweichen. Ah! Scheiße, da war es glatt, ey. Warum ist es bitte im Tunnel glatt? Verdammte Axt hier. Schaden, toll. Das kann ich auch noch zum Reparieren fahren. Ja, das Navigationssystem, das disst mich. Aber das ist schön, da habt ihr was zu lachen, ne? Verdammter Mist. 3% Schaden, ey. Ja. Also, das war wohl anders gemeint. Ich muss erstmal rausfahren und dann muss ich wieder irgendwie oben drüber. Und gleich eine lustige Rutschaktion im Tunnel. Totale Unlogik. Aber naja. Jetzt fahr zu da, Mann! Ich habe keine Zeit, ich will meinen Auflieger abholen. Ja.
So. Ist ja eine Schneemod, ne? Mit drin. Eine Wintermod. Und ich fahre die Pro-Mods-Map. Das auch nochmal zur Information. Die hat eben Skandinavien. Sag mal, was ist denn das hier für eine verkackte Verkehrsführung heute? Ja, ist gut. Das verarscht mich doch hier. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Ja, wie denn? Ich bin wieder top vorbereitet, ihr seht schon. Aber das Wichtigste habe ich. Ich habe mein alkoholfreies Bier. Auch wenn man bei meiner Fahrweise gerade mal wieder glauben könnte, ich trinke gar kein alkoholfreies Bier, sondern normales Bier. Da liegt der Schnee hier im Tunnel. Also, das ist heute... Bin ich in einem anderen Universum hier irgendwie? In einem Paralleluniversum? Jetzt kann ich hier auch nicht wenden. Weil da diese scheiß Mauer da in der Mitte ist. Aber da vorne vielleicht. Nee. Da ist auch noch... Meine Güte, ey. Jetzt muss ich da rüber. Die treiben mich in Wahnsinn. Die treiben mich heute in den Wahnsinn. Ist ja unfassbar. Wie viele Zuschauer haben wir denn? Jetzt haben wir 149 Zuschauer. Das muss noch ein bisschen besser werden. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. So, jetzt, da vorne dann rechts, Alter. Totales Chaos hier. 164 Zuschauer, na also, geht doch. Kommen mal ein paar Leute nach. Also nochmal, Tag ihr Nasenbären und Tag ihr Nasenbärinnen. Wenn ihr gerade noch neu dazugestoßen seid, weil... Da habt ihr schon was verpasst jetzt, weil es war schon ziemlich chaotisch. Mann, was ist denn das hier für eine Drecksscheiße aus der Misthölle, verflucht nochmal. Ah, noch ein Stau da. Wo habe ich denn noch mein Gamepad hingelegt? Oh, ich stehe im Stau. Ich werde verrückt, ey. Moment, ich schau mal, wo mein Gamepad ist. Moment. Versuchen wir das mal zu aktivieren, aber ich glaube nicht, dass das geht. Das wird das Spiel jetzt nicht erkennen. Jetzt nochmal Tastatur noch. Die stehen hier ja ewig. So, Richtung Zentrum geht's jetzt wieder. Ah, und zur Werkstatt muss ich dann vielleicht auch nochmal. Nachdem ich da so einen kleinen Unfall hingelegt habe vorhin. So, grün. Ja, okay, Stockholm ist natürlich jetzt nicht gerade so die kleinste Klitschenstadt. Deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen umständlich, da hinzukommen. Wenn ich das gewusst hätte, ey. Ich hoffe, ihr habt euch noch mit Fragen noch ein bisschen zurückgehalten, weil ihr seht ja, ich bin gerade noch ein bisschen in der Wegfindung. Zack. Oh, rote Ampel, rote Ampel, rote Ampel! Holla, die Waldfee. Das war ein bisschen knapp. So, jetzt versuche ich mal mein Gamepad, ob das geht. Nee, da müsste ich das Spiel neu starten. Das wollen wir jetzt nicht. Das wollen wir jetzt nicht. So, Twitch Rendering ist online. Ihr könnt die Qualität jetzt einstellen. Beste Qualität ist Source. Wann kommt der nächste Emergency 5 Livestream? Das weiß ich noch nicht. Immer schön meinen Kanal verfolgen. Immer schön mein Kanalprogramm, meinen Uploadplan verfolgen. Ihr könnt euch auch Apps runterladen. Ne? Ist immer in der Videobeschreibung meiner Videos verlinkt. Da könnt ihr euch Apps runterladen. Da wisst ihr immer, wann das nächste Video kommt. Und wann der nächste Livestream kommt. So, grün. Penner! Arsch! Du denkst nur, weil du so einen scheiß Kleinwagen hast, kannst du mir die Vorfahrt nehmen, du Drecksschweino! Du verdammter Schwedenbeutel, du! Alter Schwede, mein Lieber, ey! Kann ja wohl nicht wahr sein hier! Also wenn ich gewusst hätte, ne, dass ich durch ganz Schweden durchfahren muss, um diesen verfickten Scheißauftrag nach Norwegen abzuholen. Dann kommt gleich die nächste Frage. Wann kommt wieder After Hate? Ja, ich verweise an dieser Stelle mal an meinen Upload-Plan. Da steht das immer drin. Und wenn das nicht drin steht, dann weiß ich das noch nicht. After Hate ist ziemlich aufwendig zu machen und
relativ schlecht geklickt eigentlich, im Verhältnis zu einer OMSI-Folge zum Beispiel, die nicht so viel Aufwand ist, weitaus weniger Aufwand ist. Sag mal, ey. Ist ja Wahnsinn, ey. Aber schön, ne? Guck mal. Sieht gut aus. Nur da gerade nochmal rüberschauen. Schneeberge, ey. Da? Sieht schön aus, ne? Muss man mal so sagen. Schau mal, die also, warum? Ich hab doch jetzt grün hier! Mann! Ist ja wohl nicht zu fassen, ey, weil die schon so halb in die Kreuzung reingefahren sind. Ist das so in Schweden? Ich bin noch nie in Schweden gewesen und Auto gefahren bin in Schweden schon gleich gar nicht. Und Truck gefahren bin in Schweden übrigens auch noch nicht. Das wird euch jetzt überraschen, ne? So, wie weit ist das denn noch, bitte? So, Meffi 14. Ah, Jens 10. Wie lief der Kanalneustart, ist die Frage. Naja, also um ganz ehrlich zu sein, nicht so toll. Also meine Aufrufzahlen haben sich zwar verbessert, aber das liegt daran, dass ich auch mehr Videos hochlade. Sehr enttäuscht bin ich von der Dragon Age Inquisition. Da sagen die Leute immer, Mensch, mach mal was Neues, mach mal nicht nur Simulatoren. Ne? Da mache ich das und dann guckt es keiner an. Und das ist ganz, also ganz schlecht gelaufen, Dragon Age. So zum Teil mit 300, 400 Aufrufen, während dann ein OMSI, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Hier. Während ein OMSI so ungefähr das Zehnfache hat, ja? Und dann ist natürlich klar, dann mache ich natürlich lieber OMSI. Wenn die Leute dann... Achso, da ist ja egal, ich bin ja nicht beim OMSI. Ja, du Penner, komm. Gib mir deinen Auftrag. Wie, DHL oder was? DHL nach Norwegen? Mit Äpfeln? Was? DHL liefert Äpfel nach Norwegen? Das wusste ich noch gar nicht. Ja, zum Thema Kanalneustart und der läuft nicht so gut. Ihr könnt heute wieder spenden. Ihr findet einen Spenden-Button im Twitch-Kanal. Und heute sind die Spenden ausnahmsweise mal nicht für den guten Zweck. Doch, natürlich für den guten Zweck. Das wären dann Spenden für mich. Und ich mache da ja auch keinen Hehl draus. Mein Kanal und meine, also mein YouTube-Kanal und mein Twitch-Kanal, besser gesagt meine Twitch-Kanäle, können auf Dauer wirklich nur auch mit eurer Unterstützung überleben. Und das gilt auch finanziell. Vielleicht habt ihr ja 1-2 Euro übrig. Ich möchte niemandem irgendwie Geld abnehmen, der sich's vom Mund absparen muss. Das sage ich an der Stelle auch nochmal. Ah, tü. Hauptsache schönes Handtäschchen, ne? Aber blöd durch die Gegend laufen, wenn ich hier mit dem Versuch mit dem Truck rauszufahren. So. Wo müsst ihr jetzt hin? Nach links rüber, oder? Was ist denn das für ein scheiß Verkehr heute? Berufsverkehr oder was? Wie viel Uhr haben wir denn? Ich sehe es gerade nicht. 9 Uhr. Ja, okay. So, jetzt schnell raus. Der wartet. Der wartet nicht. Arschloch! Kollegenschwein! So. Jetzt haben wir es. Jetzt sind wir auf Kurs. Also, jetzt Gamepad kann ich jetzt nicht anschließen. Habe ich jetzt keine Lust. Dann müsst ihr das Spiel stoppen. Das wollen wir nicht. Das wollt ihr auch nicht. Fahren wir heute nochmal mit Maus und Tastatur. So, ich habe aber gesehen, es sind noch mehr Fragen. Ich muss dann gerade nochmal gucken, aber das kann ich natürlich nicht während der Fahrt machen, ne? Sonst gibt das ein Unglück. Ihr seht das ja nicht, wenn ich wegschaue, weil es die Facecam nur in meinem YouTube-Kanal gibt als Bonus und nicht während des Livestreams. Yes, we can! Da vorne, da fährt der Präsident. Ha? Kennt ihr schon, ne, den Präsidenten? Warum mache ich hier keine Facecam, werde ich auch immer wieder gefragt. Das kann ich an der Stelle auch gerade noch beantworten. Ja, also zunächst mal brauche ich einen kleinen Bonus für meinen YouTube-Kanal, von dem ich lebe. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, damit ich einen Anreiz habe, euch einen Anreiz geben kann, da auch nochmal zu gucken. Ne? Und das Zweite ist, wenn ich die Facecam während des Livestreams einbinden würde, dann könnte ich sie nicht extra aufnehmen, die Facecam. Das wiederum bedeutet, wenn ich dann die Facecam, also wenn ich dann ein Video mit Facecam auch auf dem YouTube-Kanal haben möchte, dann müsste ich die Aufnahme von Twitch nehmen. Und die Aufnahme von Twitch ist qualitativ einfach nicht so gut wie die, die ich selber hier mit meinem Avamedia-Gerät mache. Sag mal, hüppel ich da gerade irgendwie über irgendwelche Menschen drüber? Nö, ne?
Also ich hoffe, ihr habt's verstanden. Willkommen zu meinen letzten Worten dieser Episode. Ich habe mal wieder einen schönen Kommentar entdeckt und zwar diesmal unter dem Let's Play GTA 5 Folge 1. Die Episode hieß Schöner Rasen und da hat ein gewisser Henrik Folgendes geschrieben. Kannst du mit mir schreiben? Ja, lieber Henrik, ich tue alles für meine Zuschauer sehr gerne. Deswegen kann ich das natürlich. Ich habe auch hier schon Stift, ja. Wir fangen sofort an. Und zwar mache ich das gleich. So. Lieber Henrik, selbstverständlich kann ich mit mir schreiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.